Also, als ersten Teil von Westasien haben wir Jordanien, Palästina und Israel oder Tel Aviv abgedeckt. Und heute bewegen wir uns zur Elfenbeinküste, hinüberfliegend. Denn das ist in Afrika oder Westafrika. Also die COP15, die Tagung der UNCCD oder das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung beginnt morgen. Ich werde dort morgen genau pünktlich landen, früh am Morgen, und direkt in die Konferenz gehen. Die Konferenz beginnt um 10 Uhr. 197 Nationen. Dazu gehören EU, CARICOM und Commonwealth-Staaten. Und deshalb 197. Und der Boden ist hier das Hauptthema. Und wir werden unsere Sicht vorstellen und uns an die Vertreter der 197 Nationen wenden. Seid mit uns. Verbreitet die Botschaft, so viel ihr könnt, sodass keine Nation das ignorieren kann. Wir haben bereits zu vielen Landwirtschafts- und Umweltministern von vielen Nationen gesprochen. Aber dennoch, letztendlich ist es eure Unterstützung, die das umkehren wird. Das ist ein demokratischer Prozess. Wenn ihr nicht aufsteht, werdet ihr das nicht erreichen. Es ist sehr wichtig. Das ist unsere Zeit auf dem Planeten. Lasst uns tun, was wir für unser Wohlbefinden tun müssen. Und überhaupt für das Wohlbefinden der zukünftigen Generationen.